Super lecker war das Sauerkraut mit dem Schweinefleisch. Schweinefleisch ist richtig, ne? Das müsste stimmen. War perfekt gewürzt. Ja, einfach, also das war für mich das Beste. Also vom Geschmack her fand ich das Hauptgericht am besten mit dem Sauerkraut. Das Frühstück hat mir auch sehr gut geschmeckt. Also es ist eigentlich mal, denke ich mal, eine gute Alternative, um in den Tag zu starten. Also das Sauerkraut hat mir am besten geschmeckt, weil es nicht zu sauer, aber man hat halt auch die Säure geschmeckt. So, also insgesamt fand ich es für die Not, wenn man mal zwischendurch was essen muss und großen Hunger hat, vollkommen okay. Besonders lecker war das Sauerkraut. Das Frühstück mit diesen Schokopops war auch vollkommen in Ordnung. Die getrockneten Früchte waren lecker. Für so Fertignahrung total gut. Also Frühstück war natürlich auch noch dabei. Die Früchte sind erstaunlich für Trockenfrüchte, erstaunlich aromatisch gewesen. Fand ich super gut. Und dieses Müsli, kakaoartige Frühstückssüppchen war auch total lecker. Nicht zu süß und das war echt perfekt. Was mir negativ bei der Geschichte aufgefallen ist, war, dass es halt schwierig war, das oder die Menge an Wasser abzumessen, weil es keine Füllbegrenzungen gab, sondern nur Angaben. Und ja, das denke ich mal, sollte man noch verbessern, damit man genau die richtige Menge hat an Wasser, weil wenn es zu viel ist, dann schmeckt das Gericht auch nicht dementsprechend gut. Es war etwas schwierig, weil du halt keine Fülltabelle hattest, wo du halt sehen konntest, wie viel Wasser du dazugeben musst. Ja, da könnte man vielleicht noch alles hinzufügen. Zubereitung, ja, man muss halt, finde ich, genau auf die Wassermenge achten, ne? Von der Zubereitung her wirkte es im ersten Moment relativ praktisch mit dem Beutel, in dem man Wasser füllen kann. Ein Befüllungsstrich wäre praktisch gewesen. Und ja, von der Zubereitungszeit her fand ich es eigentlich auch in Ordnung. 10 Minuten warten kann man eigentlich immer.